ich möchte mich bedanken für das Wort Transhumanismus. Können wir gleich vielleicht auch erklären, Herr Pohlmann, Sie können es vielleicht machen und vielleicht mal eine These in den Raum stellen. Aus der Sicht eines aber wichtiger Punkt. Elitären zum Beispiel. Ich sage, okay, wir haben 7 Milliarden Menschen und wenn die wüssten, wie schlimm es um diesen Planeten steht, aufgrund unserer Produktionsweise, der Planet wird kollabieren, wir müssen das gesamte System herunterfahren. Wenn wir versuchen jetzt aber würden, das zu predigen, dann wird jeder Staat sagen, ja, ihr wollt unseren Aufstieg behindern. Es würde ein riesiges Chaos entstehen, aber es ist wie eine Titanic, der Eisberg liegt vor uns, wir müssen versuchen, den Aufschlag, der kommen wird, irgendwie abzufedern. Aus diesem Grund müssen wir das gesamte System runterfahren. Wie kriegen wir das hin, fragen sich die Eliten. Wie kriegen wir den Great Reset hin? Wir müssen Angst verbreiten mit einem Virus, der ganz ungefährlich ist. Dann fahren wir alles runter und dann freezen das mal ein. Und später werden uns die Überlebenden dankbar sein, sonst wäre es noch viel schlimmer gekommen. Herr Pohlmann, ja. ist da was dran? Das weiß ich nicht. Das ist möglicherweise, ich würde sagen, das Nächstliegende, was ich beobachten kann, ist das, was Herr Lenz gesagt hat. Nämlich, dass wir es ja mit einem System zu tun haben, das immer eine klare Schichtung von unten nach oben hat. Und diese Eliten in Silicon Valley sind die Anhänger des Transhumanismus. Die sehen sich also auch als eine Avantgarde, also als eine gesellschaftliche, wissenschaftliche, politische Avantgarde. Und dadurch, dass sie in der Lage sind, was wir ja gerade erleben, ist sowas, dass wir so eine Art Oligarchenherrschaft haben. Also das heißt, nicht die WHO entscheidet darüber, wie Impfstoffe aussehen, sondern in Wirklichkeit Bill Gates. Ja, der hat sein Geld dadurch verdient, dass er keine Einkommensteuer bezahlt hat mit Microsoft und die Welt überflutet hat mit einem schlechten Betriebssystem. Und mit Viren. Nimmt er jetzt und sagt, er ist jetzt Philanthrop und das nutzt er jetzt, um die Welt zu retten vor den Krankheiten und zwar nach seinen Ideen. Gibt es sehr ganz unterschiedliche, also ob man impft oder ob man sagt, Wasserversorgung und Sanitär ist ganz wichtig, wissen wir aus der europäischen Geschichte. Wir hatten Cholera in München noch 1870, ist durch die Kanalisation abgeschafft worden, nicht durch die Impfung. Ja. Also all diese Sachen, wir haben eine Oligarchenherrschaft, Elon Musk macht jetzt Weltraumfahrt und das wird beklatscht. Also die drei Leute, die in diesem System in der Lage waren, sich das Geld zu holen, machen die Entscheidung und das ist die Logik, die da drin steckt. Ich brauche gar keinen Dr. No, ja, sondern die möchten eigentlich ihr System, das ist das, was Klaus Schwab jetzt macht mit dem Great Reset, er möchte das noch weiter optimieren. Und die Logik, die dahinter steht, ist, oder nicht die Logik, sondern die Ideologie, die dahinter steht, ist, dass die wir haben diese wunderbaren Unternehmen, die auch von diesen wunderbaren Leuten geführt werden. Und diese Methoden brauchen wir jetzt auch in der Politik. Die Demokratie ist ein altes, klapperndes Gerüst, was eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir brauchen jetzt sozusagen diese modernen Management-Sachen. Und deswegen, dafür wird alles besser. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte mit dem Special Assistant für den CIA-Chef Casey, mit denen hatte ich interviewt für meinen Film über die schwedische U-Boot-Affäre, also Täuschung, die Methode Reagan. Und der sagte mir dann, ja, ich bin jetzt für Bill Gates, arbeite ich. Und dann entwarf er das Bild einer neuen, wunderbaren Zukunft. Eigentlich sind alle Sachen, es ist ja alles auf dem richtigen Weg. Man müsste nur eben das beschleunigen, den Kapitalismus vollkommen freien Lauf lassen. Das, und dann wird alles verschwinden. Ich sehe diese Rhetorik nicht bei Klaus Schwab und beim Weltwirtschaftsforum. Die sprechen davon, der Kapitalismus hat sich heiß gelaufen. Es geht nicht mit dem linearen Wachstum so weiter. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen vor allem Nachhaltigkeit. Ja, wird da ganz groß geschrieben. Das sind Worte erstmal, ne? Aber die reden genauso wie ein guter Grüner in den 80er Jahren. Wir müssen jetzt die Krise, die Corona-Pandemie dazu nutzen, einzusehen, dass unsere alten Systeme, kapitalistischen Systeme, das sagen die so, nicht mehr weiter funktionieren. Sogar den Neoliberalismus kritisiert. Ja. Ja, ja. Das ist aber kein, das ist ein Scheinwiderspruch, würde ich sagen, weil die wirklichen Verhältnisse, um die es geht, also wer denn die Entscheidung trifft. Wir haben jetzt sozusagen, worauf ich ja hinweisen wollte, ist eine Verlagerung der Entscheidung in eine obere Elite. Also das heißt, es gibt nicht mehr diese Idee, wir werden alle informiert und dann haben wir Abstimmung und dann haben wir Wahlen von mir aus auch, ja, aber wir sind diejenigen, nicht das Volk ist der Souverän, sondern es gibt eine neue Kaste, sozusagen, das ist die in den 50er Jahren die Vorstellung von Technokraten und die werden jetzt alles benutzen. Also wir haben ja das Thema Klimaerwärmung, was auch von denen, die sagen, wir haben jetzt, also das ist ein ganz wichtiges Thema und wir werden euch die Lösung geben. Das heißt, das Gleiche, was wir jetzt bei Covid-19 haben, wird auch mit dem Thema Klimaerwärmung, wo Sie beide, glaube ich, eine völlig andere Ansicht haben als ich dazu, aber das wird genutzt werden in dieser Ebene. Und das ist aber alles eine Lackierung. Das heißt, es ist das erneute Versprechen, so wie der Neoliberalismus uns versprochen hat.
ich nehme jetzt mal das Beispiel England oder Chile, wo die gesagt haben, wir haben hier schlechte Verhältnisse und in dem Moment, wo alles privat ist, wird das wunderbar. Wir rechnen glorreiche Zeiten an. In Chile ist alles privatisiert worden und es sind keine glorreichen Zeiten angebrochen. Das Modell hat sich totgelaufen, weswegen Herr Schwab jetzt davon Abschied nimmt. Aber er kommt jetzt mit der neuen Verheißung, dass wenn diese neue Art von sozusagen Superkapitalismus, der jetzt auch noch ökologisch ist und solche großen Grafiken, wo man fünfmal draufklicken kann und die ganzen Netzdenken hat oder sowas. Es ändert nichts, aber in den Entscheidungsmerkmalen. Wir müssten als... Es bleibt ein Pyramidensystem. Ja, klar. Ja, wir müssen kein Kapitalismus mehr, wenn den Leuten nichts mehr gehört. Organisationen haben, die sich damit beschäftigen. Es ist alles abgeräumt worden, was an organisierter Macht von unten kam. Und wir bräuchten, also wenn es von irgendwo kommt, wird es von unten weiterkommen. Aber das, ich verstehe das. Es ist auch richtig, was Sie sagen, mit dem, wie die jetzt, dass sie agieren als eigentlich Supergrüne. Aber die Grünen sind ja mittlerweile auch Teil des Problems dabei, weil sie das nicht mehr, weil sie das nicht mehr abbilden. Herr Kaiser, können Sie mir vielleicht sagen, und die Frage geht an alle, aber Sie können damit einsteigen, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt eine sehr verfahrene Situation, aber in dieser Ausgrenzungsgesellschaft als neue Normalität, in dieser Tabugesellschaft, in dieser Covid-Krise, da steckt auch eine Riesenchance. Ja, diese Rhetorik ist immer sehr gefährlich, finde ich. Ne? Man, so wie Rahm Emanuel gesagt hat, ne? Man sollte keine große Krise einfach so ungenutzt verstreichen lassen. Das müssen wir als Chance nutzen. Und dann fragt man sich immer, Chance für wen? Ich sehe das eben dann auch nicht als neuen Turbokapitalismus, wenn die sagen, uns wird nichts mehr gehören. Wir werden alles nur noch leihen. Ja? Oder ja, eigentlich... Von wem? Ja. Genau. Also, und es wird zentralisiert sein, es wird planwirtschaftlich meines Erachtens, ist das diese Kreislaufwirtschaft, die auch wieder diese erneuerbaren Ressourcen dann bevorzugt. Es wird auch eine Umverteilung, also die sprechen von einer Umverteilung, das ja prinzipiell sind das ja alles gute Ideen erstmal, also auch globale Umverteilung und also dass man auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam macht. Und die sprechen davon und holen sich dadurch eben natürlich so einen gewissen Beifall. Und da würde ich tatsächlich auch von einem Verrat der Intellektuellen, wie Ben da gesagt hat, und Sie sprechen, dass Sie das nicht bemerken, dass das dieses neue Wording ist und dass wir jetzt wirklich diese neue Machtergreifung haben. Oder sie ist ja auch gar nicht so neu, aber dass das jetzt wirklich so schnell gedreht wird. Zum einen, glaube ich, mit einer Gesellschaft, die total ermüdet ist. Also Fatigue. Auch Corona-Fatigue. Es gibt aber auch überhaupt ja Empörungsfatigue. Ja, wir sind auch durch so viele Skandale und Themen schon durchgepeitscht worden oder die sind durch uns durchgepeitscht worden. Jetzt war Corona vielleicht auch für einige mal so eine gewisse Pause. Ah, endlich können wir uns mal auf ein Thema konzentrieren und diese ganzen anderen komischen Sachen, Flüchtlingskrise und Bankenkrise und sowas fällt erstmal weg. Aber dann merkt man ja auch, oh Gott, was kommt da jetzt alles? Jeden Tag ein neues Wort und ein neues Ziel und neue Risikogruppen und so. Und das macht müde und dann will man nicht mehr hinhören. Und dass die Intellektuellen da nicht jetzt wach sind und sagen, okay, aber hier passiert jetzt wirklich was, hier nutzen Leute die Krise, das ist auch wirklich ein Verrat. Aber ich würde auch sagen, ja, warum nicht? Alte Normalität, neue Normalität. Ich finde das sehr erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die, sagen wir mal, Fernsehintellektuellen, auch wie ein Herr Skobel oder gut, Reinhard Becker ist jetzt kein intellektueller Precht, die doch eine Form, also eine Rhetorik von neue Normalität als Selbstverständlichkeit eben annehmen, ja, wie selbstverständlich das geworden ist und ein Zurück wird es nicht geben und wir da ja wirklich nicht gefragt wurden, Moment, ich fand es eigentlich nicht alles schlecht, nicht damals, aber noch letztes Jahr eigentlich. Und die alte Normalität ist ja auch nicht perfekt, nur ich glaube, man muss wirklich auf die Geschwindigkeit gucken, mit der Dinge verändert werden. Wenn es in so einer revolutionsartigen Weise geschieht, nimmt man die Menschen nicht mit. Man kann gar nicht testen und wirklich sagen, was ist denn an Gutem da gewesen, was auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sich entwickelt hat, auch an Verhaltensweisen und Sichtweisen der Menschen auf das Zusammenleben, was auf einmal über Bord geworfen wird. Und ja, wie man sagt, es ist sehr schwer, etwas aufzubauen, aber es ist sehr einfach, eben alles zugrunde zu machen. Herr Kaiser, hat das vielleicht damit zu tun, dass diejenigen, die das jetzt durchpeitschen, auch ein bestimmtes
Weltbild immer schon hatten. Also kommen wir da wieder in diesen Bereich, auch wenn der jetzt moderner auftritt, der letztlich auch schon in der Eugenik, klar, da gibt es deutlich Sachen, ihr seid zu dumm, ihr seid Schafe und ihr würdet euch nur selber schaden, da müssen wir kommen, wir sind verbessert, wir sind vorne, wir sind effizient und seid froh, dass ihr uns habt, weil ihr versteht das sowieso gar nicht, wir meinen es ja nur gut. Ist das, Herr Pohler, würden Sie sagen, das hat was damit zu tun? Ist ja, das ein ähnliches Fall. Weltbild ja, wie in den 30ern? Mausfeld über Demokratie, sozusagen, mehr braucht man dazu nicht lesen. Also das heißt, die Demokratie, das heißt, der Volksherrschaft hat in der Form sowieso nicht existiert, war auch lange Zeit gar nicht als positiv konnotiert. Also es war dahinter steht bei Platon gleich die Tyrannis und so weiter. Also das ist nicht immer, aber für uns ist es so, seit der Idee der Volkssouveränität, also seit es nicht mehr Gott gegeben ist, die Macht, sondern aus einem Vertrag entsteht zwischen Individuen, die sich jetzt auf was einigen, haben wir da eine andere Konnotation. Und deswegen würde ich auch vorsichtig sein mit allen Vergleichen mit dem Christentum, weil wir haben 1789, das ist die Erklärung der Menschenrechte in der Französischen Revolution, wo ja auch die Guillotine immer kräftig arbeitete, sollte man auch nicht vergessen. Ja. Also sehr präzise Übung. Dass das sozusagen verschiedene Seiten hat. Aber wir haben uns ja entwickelt zu einer Idee auch, dass diese Entscheidungen mitgenommen werden müssen. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den Sie geäußert haben. Ich habe das gerade geschrieben, 89 Polen. Ja. Also da ist die Solidarność und tritt an gegen einen vollkommen korrupten Laden, nämlich die polnische Herrschaft, wo niemand mehr dran glaubte, sogar die Leute im Politbüro zum Teil selber nicht mehr dran geglaubt haben. Und dann kommt Solidarność was stark unterstützt von der CIA, darf man nicht vergessen zu sagen. Ja, das ist von der, es gibt ja richtig ein Abkommen gab es zwischen der katholischen Kirche, zwischen Papst Johannes Paul II. Und der amerikanischen Regierung, dass die Kirche in Polen als Informationsnetzwerk genutzt werden kann. Also der lassen wir den Teil mal weg, sondern es ist einfach, man hat jetzt eine Situation und die Leute, die in der Solidarność, das sind alles mutige Leute, weil die müssen sich ja wehren gegen etwas, was Macht ist. Da geht keiner rein, der Opportunist ist. Das sind alles Leute mit einem Rückgrat. Und was die wollten, ist sozusagen etwas anderes. Sie hatten eine Vorstellung von einem dritten Weg. Die hatten so die Ideen, die Olof Palme als Vorstellung für Schweden hatte. Also Betriebe mit in Arbeitnehmerhand, ein Kapitalismus mit einer starken sozialen Komponente, also einer richtigen sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Man kann das auch bei den, es gibt so wunderbar, ich kenne einen Anarchisten, der in der FDP ist, weil er wirklich, das ist ein sehr kluger Mann, ja, das ist, weil der Ordoliberalismus, also diese Idee, dass der Staat die Regeln von oben aufpasst, dass der Markt funktioniert. Er lässt das nicht frei laufen, sondern er sorgt dafür. Er ist der Schiedsrichter. Ja, und er ist auch der Ordnungsgeber. Der Ordnungsgeber, dass das funktioniert. Das ist also so eine Vorstellung, dass man das hat. Und dann war letztlich die Situation so, dass ihnen die Zeit weglief. Es gab, sie traten an und dann hatten die Dissidenten hatten gewonnen, aber hatten keine Ahnung, wie sie das umsetzen sollen. Und dann kam unter freundlicher Unterstützung von Internationaler Währungsfonds, CIA, von also sozusagen den üblichen Verdächtigen, die wir kennen, kam die Patentlösung mit Beratern gleich. Mhm. Und dann wurde da draus Schweden, wurde nicht das schwedische Modell, sondern Polen wurde sozusagen das, was in Chile vorher war. Dieselben Leute tauchten dann in Polen auf und haben den Staat umgearbeitet. Also ähnlich kann man sagen wie in der DDR, die wollen eine Revolution machen und dann kommt plötzlich die D-Mark. DDR ist ja genau, das heißt die Leute, sagen wir auch nicht so idealistisch, also die Leute hofften auf ein besseres Leben. Sie wollten ja auch, sie wollten Videorekorder und sie wollten sozusagen die Musik haben und sozusagen das, was sie alles im Fernsehen gesehen hatten. Aber das, was sie bekommen haben, war nicht das, was sie gewollt haben. Und dann kommt es zu Unzufriedenheit. Und das ist die Geschwindigkeit, das ist ein wesentlicher Faktor, wenn wir mitgenommen werden, also das heißt, das kann man gut sehen, wenn wir gefragt werden und wenn es sozusagen eine Meinungsbildung gibt und wenn dann dafür ist das Fernsehen da, gerade das Öffentlich-Rechtliche und der Rundfunk, wenn man sagt, hier sind jetzt folgende Optionen und jetzt lassen wir die Leute mal streiten und der Herr Bakti tritt gegen Herrn Drosten an, fehlt immer noch diese Diskussion, dann würde ich sagen, okay, hier und dann muss ich mich auch auf diese Entscheidung muss ich mich der beugen. Aber sie hat überhaupt nicht stattgefunden. Und man wird überrollt mit Geschwindigkeit. Das ist immer ein... Und jeder, der das fordert, ist automatisch ein Gefährder. Ich möchte zu Ihnen kommen. Es ist Betrug. Also das muss man auch klar sagen. Ja. Wie ich vorhin sagte, Verrat ist diese Sache... Betrug an der Demokratie. Wenn man die Demokratie nicht nutzt, um zu einer Meinungsbildung nach einem Diskurs zu kommen, würde ich das als Betrug bezeichnen. Ich bezeichne es als Betrug. Ich habe schon seit Ewigkeit noch einen Stichpunkt. Okay. Und zwar, der Begriff Transhumanismus wurde eingeführt und wir haben noch gar nicht erklärt, worum es geht. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die Zuschauer alles das wissen. Ich versuche mal, das aufzurollen. Da sind wir auch schon nämlich genau bei dem Thema Transhumanismus. Also die Protagonisten sind ja teilweise schon genannt worden. Ray Kurzweil fehlte, glaube ich, noch. Ansonsten hast du Elon Musk. Dann, ich würde sogar den... Ray Kurzweil ist der Wichtigste jetzt. Ja, klar, genau. Und ich würde sogar noch den Bill Gates auch noch mit dazu zählen. Also
also eigentlich so diese ganzen, ja, dieses ganze Silicon Valley da, also das ist ja sehr, sehr modern bei denen. Was wollen die? Also die gehen davon aus, Transhumanisten gehen davon aus, dass der Mensch, also dass die Evolution oder die Schöpfung, je nachdem welcher Fraktion man da angehört, dass die unvollständig war und dass man da eingreifen muss. Und jetzt, wo wollen die den besseren Menschen machen? Mit Chips unter der Haut oder mit Gentechnik? Das heißt also, ich schleuse da irgendwelche genetische Informationen ein in den Organismus und der hat dann also irgendwelche Verbesserungen. Kann schneller laufen, kann schneller denken, was auch immer. Android auch, also Verbindung von Gehirn mit Mechanik und umgekehrt. Genau, also, genau. Das ist, also wenn man so drüber nachdenkt, Moment mal, das hatten wir schon mal, ne? Das kommt mir doch stark bekannt vor. Das war dystopische Fantasie. Ja. Das ist sozusagen, wir leben nicht in der Blade Runner Welt oder so, sondern das sind Sachen, die stehen vor der Tür. Genau. Die finden auch zum Teil schon statt. Also mein erster Affekt war, das hatten wir schon mal. Gentechnische Veränderungen, Implantation technischer Apparaturen in den Körper. Drogen. Aber nicht nur. Also geplanter Nachwuchs, durchgestylter Nachwuchs und genau. Genetisch durchgetrimmt. Das sind Sachen, die muss jede Gesellschaft. Die müssen wir endlich anfangen zu diskutieren und dann auch. Aber die Idee dahinter, um kurz einzugreifen, kam sofort parallel und dachte so, das habe ich schon mal gehört, das ist 80 Jahre her, das haben die damals so mit klassischen Zuchtmethoden versucht. Ja. So, das heißt also, jetzt haben wir den Bezug zum Dritten Reich, leider Gottes, also die wissen ja mal. Können wir da auch anstellen? Ja, weil wir das ich will erst sagen, also, und dann sieht man, Moment mal. Klassische Zuchtmethoden, sie wollten halt die Herrenrasse züchten. Was ist denn das jetzt mit dem Transhumanismus? Ganz einfach, die Leute, die sich die Verbesserung leisten können, sind diejenigen, die dann halt die Herrenrasse stellen und alle anderen sind dann die Sklavenmenschen, die dann da mitlaufen müssen. Gattaca haben sie schon, ich weiß nicht, genau, fünf oder zehnmal schon erwähnt. Die Filme sind oft viel, viel weiter oder viel klarer. Ja, genau. Elysium ist ein Beispiel. Also da haben wir Gattaca und auf der anderen Seite haben wir Idiocracy, das sind dann wir quasi. Ja. Und wir haben aber auch einen direkten Bezug. Und das heißt also, es gibt zum Beispiel jemanden, der heißt Julian Huxley und er hat in den 1930er Jahren diesen Begriff Transhumanismus geprägt. Und er war nicht rein zufällig Mitglied der Eugenischen Gesellschaft in Großbritannien. Ups. Das heißt also, wir haben jetzt Eugeniker und die sind immer noch unterwegs. Und jetzt kommen wir zu den Themen, die eben gerade diskutiert wurden. Aber deswegen brannte mir das so auf den Fingern. Da kommt nicht nur der Umweltschutz, der ist da mit drin. Dann ist der Klimaschutz mit drin. Dann Naturschutz im Allgemeinen. Dann kommt diese Denke, dass wir zu viele sind auf dem Planeten. Die Ressourcen reichen nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Gesamtmenschheit reduzieren, mit welcher Methode auch immer. Und dann können die übrig bleiben, länger leben. Ja, ja, und auch besser leben und so, ne? Genau, und das ist die Frage, wer sind denn dann die übrig bleiben? Ne? So, das heißt, also wir hatten ja auch schon mal ein Papier untereinander diskutiert, wo wir dachten so, Moment mal, diese ganze Geschichte mit der Naturschutz, also Reservate, da darf dann keiner mehr rein. Also Serengeti-Park irgendwie so in Afrika. Ja. Das heißt, das ist also eigentlich zutiefst, da sind ja Stämme, die sind schon seit Ewigkeiten da gewesen in diesem Gebiet und haben dann nomadisch gelebt. Die vertreibe ich aus diesem Gebiet, damit die Tiere da alleine sich bewegen können. Ich habe so das Gefühl, vielleicht ein paar andere auch, die Weißen dürfen da jetzt rein in diesem Park, und aber die Schwarzen, die da vorher gelebt haben, dürfen da nicht mehr rein. Wieso habe ich schon wieder irgendwie so eine Verbindung zu dem, was wir vor 80 Jahren mal erlebt haben? Und das heißt also, dieser Transhumanismus ist nichts anderes als die Eugenik, die wir damals gesehen haben, mit anderen Methoden. Das ist jetzt moderner geworden. Und Herr Wiedler, jetzt darf ich mal reingrätschen und sagen, ja, da... Die Transeugeniker sagen ja auch intern, warum sind wir gezwungen, uns selbst abzugraden? Also zum Beispiel, wenn wir eine Schnittstelle haben, Gehirnchip, Hyperlink heißt ja, glaube ich, das Patent von Elon Musk, dann können wir eine Fremdsprache aufladen, oder wenn wir eine Behinderung haben, dann können wir das dadurch wegchippen. Aber wir können auch alles, was wir erlebt haben, können wir alles draufpacken, und wenn wir dann eine schwere Krankheit haben, haben wir einen Klon im Schrank und der kann das reinpacken. Aber wir müssen das auch tun, denn wir haben ja einen Konkurrenten, der auch aus unserem Hause kommt. Das ist ja die künstliche Intelligenz. Und die lernt so schnell, ja, sehen wir über von Schach bis, also Go wird da wahrscheinlich auch irgendwann alle schlagen. Wenn wir da jetzt nicht upgraden, dann geraten wir gegenüber der künstlichen Intelligenz als Menschen ins Hintertreffen, weil die Evolution einfach zu langsam ist. Deswegen sind wir gezwungen, das zu machen. Was sagen Sie denn zu dem Argument? Ja, ich bin ja Biologe, das wissen Sie ja. Also ich vertraue voll und ganz der Evolution. Also das, die hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Und das funktioniert hervorragend. Aber es sind doch zu viele.
wir sind 7 Milliarden Menschen, wir machen den Planeten kaputt. So richtig gut funktioniert das ja nicht. Genau, also da gibt es ja die einen, die sagen, das steigt exponentiell, und es gibt andere Mathematiker, die sagen, Moment, wird es nicht. Wir werden irgendwo bei 12 Milliarden Menschen, werden wir das absolute Maximum erleben, und dann geht es nicht mehr weiter. Ganz automatisch, also ohne dass wir was dazu tun. Wir brauchen nicht in diese Vernichtungsfantasie. Genau. Die Mittel, wir müssen die Diskussion selber führen, und dann eben wäre das sozusagen jetzt tatsächlich ein Problem, das da beschrieben wird und das ja im Grunde auch aufgebracht wurde, dann müssten wir aber selber entscheiden, dann tatsächlich in einer globalen Debatte, wie damit umzugehen wäre. Ein Mittel wäre zum Beispiel Entwicklungshilfe, Abschaffung des Hungers. Denn so hochentwickelte Gesellschaften, in denen sinkt ja die Reproduktionsquote, also sozusagen wie Kinder je, geborene Kinder je Frau. Also Das ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen New Agern im Silicon Valley, genau, darüber überhaupt auch nur sich auszubreiten, ungefragtermaßen, wenn es denn sozusagen dann tatsächlich zu einer politischen Relevanz kommen soll. Und es ist also wirklich hanebüchen, dass Flinten-Urschief, also Ursula von der Leyen, die jetzt inzwischen EU-Kommissionspräsidentin ist, auch noch sagt, thank you for leadership, Bill. Also auch ein Einbruch von Intimität, man duzt sich, nennt sich beim Vornamen und so, ist absolut abstoßend. Sie müsste als EU-Kommissionspräsidentin also für die Menschen in Europa sprechen und so eine kritische Distanz wahren zu einem frühberenteten Technikmogul und also wirklich einem freakigen Typen im Silicon Valley. Das ist erstens entlang der politischen Entität keiner von uns, und das ist jemand, der sich da ausbreitet zu Themen, zu denen er keinerlei Expertise hat. Aber da sind wir ja wieder beim Menschenbild, weil Titel der Sendung Tabugesellschaft gleich jetzt noch mal reingelitschen. Ausgrenzung der neuen Normalität. Vielleicht sind wir die letzten Demokraten, vielleicht werden wir ausgegrenzt, weil wir einfach nicht abgegradet sind. Es muss eine Expertenregierung geben, weil die sind ja deswegen an der Spitze der Pyramide, weil sie so effizient sind. Das ist ja Calvinismus. Ja, Herr Pohlmann hat schon das richtige Stichwort Technokratie verwendet. Das ist ja nicht nur, das sind Technokraten, die sind so besonders irgendwie technikaffin oder so, sondern das ist auch ein Menschenbild und eine lange philosophische Tradition. Und die glauben wirklich auch daran, dass es im Grunde genommen, dass die Menschen nicht dazu fähig sind, in der Demokratie und mit viel Selbstbestimmung zurechtzukommen. Platon, das war bei Avicenna, islamischen Philosophen so, und das ist bei denen jetzt nochmal in dieser wissenschaftlichen, oder eigentlich ist es ja auch eine Art Pseudowissenschaft. Wissenschaft als Autorität, als letzte verbliebene Autorität, bedeutet ja nicht die wissenschaftliche Methode, das Analysieren, das Kritisieren der Zweifel, sondern es heißt dann Trust Science, also die Autorität einfach anerkennen als einen neuen Gott. Und der ist der Gott der Technokraten, beziehungsweise die Autorität, mit der sie auch die Tabus durchsetzen können. Also wenn es Tabus gibt, muss es ja auch jemanden geben, der die Überschreitung bestraft. Und das ist jetzt hier sozusagen metaphorisch die Autorität Wissenschaft, die sagt, das ist nicht objektiv, also du bist nicht, das ist nicht wahr, was du tust, wenn du zum Beispiel nicht in diese neue Normalität willst. Denn die Wissenschaft sagt ja, dass nur das unser neues Leben sein kann. Aber die Wissenschaft geht noch weiter, die Wissenschaft sorgt für ein Klima, dass sie sagt, bisher war es war früher in Ordnung, dass du daneben lagst, weil du bist einfach ein bisschen blöder als ich. Ja, du bist einfach nicht upgraded, das ist dein, aber du bist ein Gefährder. Also daneben zu liegen, also nicht uns zu folgen, bedeutet, du bist ein Gefährder, und deswegen muss man dich eigentlich zum Abschuss freigeben. Mhm. Dieser Mann ist ein Gefährder, kümmert euch mal darum, weil der gefährdet euch alle. Und da wird ja ein Klima erzeugt, in dem wir uns befinden, wo die Wissenschaft nicht sagt, ja, laber du nur, wir haben einen Plan, sondern schaff den mal weg. Das machen dann auch andere. Das ist auch die Logik des Tabus, dass derjenige, der ein Tabu der es berührt, der selber zum Tabu wird oder der sogar nur hinterfragt, was jetzt Tabus sind, der wird selber zum Tabu, der darf nicht mehr angerührt werden, der wird dann nicht mehr eingeladen und so weiter. Und dessen Existenz wird auch zerstört. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde jetzt trotzdem machen, weil wir können dazu zurückkommen. Wo werden diese Sachen verhandelt? Sie müssten verhandelt werden in den Medien. Mein Plädoyer für die Öffentlich-Rechtlichen ist nicht, dass ich die YouTube an die ARD übergeben will. Ich möchte die ARD zur Funktionsfähigkeit reformiert wissen. Ja. Die ARD ist eigentlich von der Grundlage, ist diese Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sozusagen so eine Art mit einem Parlament dahinter, ist ganz gut. Wenn man jetzt zum Beispiel die Verbindung von Politik, es ist ja immer der Versuch der Politik reinzugrätschen auf der einen Seite. Es ist diese
relativ enge Kreis von Journalistenmeinung, der in diesem Apparat ist. Und es ist die Nichtöffnung nach unten. Also wenn ich oben anfange, in dem Moment, wo die Intendanten oder die Chefredakteure von einem Gremium mitbestimmt werden, was wie ein Schöffengericht von 300 aus zufällig ausgewählten Leuten bestimmt wird, habe ich diese ganze korrupte, sozusagen klebrige Nähe weg. Seilschaften, hätte ich schon mal weg, wenn die das bestimmen. Wenn der Chefredakteur gewählt werden muss, wenn der Intendant gewählt werden muss und das Publikum mit entscheidet, dann müssen die Leute gucken, was will denn die Bevölkerung eigentlich? Habe ich eine vollkommen andere Aber Situation. Reicht es nicht, wenn man mit Herrn Schäuble verwandt ist? So, genau, das haben wir ja real, die Ghetto. Ja. Und wenn man jetzt im Zweiten, intern, müsste die Journalisten müssten begreifen, dass ihre Aufgabe besteht, diesen Diskurs herzustellen. Also nicht eine sortenreine eigene Meinung durchzusetzen, sondern die gaußsche Verteilung, die in der Bevölkerung ist, auch da reinzubringen und deren Existenzberechtigung, wie ich eben vorhin sagte, aus der Meinungsfreiheit haben. Und nach unten, wir müssten, dieser Apparat ist hypertroph, könnte man gut mit der Hälfte, wäre immer noch reich ausgestattet, und nach unten aufmachen und sagen, wir haben jetzt zum Beispiel sowas wie KenFM oder wir haben Programme, also sozusagen die ganzen, die jetzt nachwachsen, die also eigentlich ja vom Boden her hochkommen. Und die müssten mit eingeführt werden in dieses öffentlich-rechtliche System, wo man sagt, man kann zum Beispiel sagen, wenn das Publikum sagt, diese Programme finde ich interessant. Ich finde, die sollten mal ein paar mehr Euros haben, damit sie Dokus, Reportagen und Sonstiges machen. Dann wäre das lebendig. Was wir haben, ist eine Wagenburg. Also ich verteidige nicht die ARD, wie sie ist. Ich sage nur eigentlich, wenn man sie betrachtet von der Struktur her, könnte man sie zu einem hervorragenden Instrument, was dann die Foren bietet, wo eben Bakhti gegen Drosten antritt. Und das ist nicht nur einmal, sondern wir diskutieren diese ganzen Themen konstant. Und da kommen Leute zum Vorschein. Ich habe also sozusagen vom Paradiesvogel über den Leierschwanz, über den Adler bis zum Küken alles Mögliche. Und hör jetzt mal zu, da ist also Vielfalt da. Wir haben ja auch eine extreme Verengung bei den ganzen Sachen. Man kann sich durchaus unterschiedlicher Meinung konstruktiv streiten, auch nicht in 20 Sekunden Abständen, tun wir ja auch gerade zum Teil hier, dass wir das zeigt, dass das geht. Das ist das, was ich meine. Also Ihren Einwurf, dass Sie die ARD nicht bei YouTube, ist auch meiner. Mhm. Ich sage nur, dass eigentlich, ich bin ein Freund dieses Systems der Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie denn reformiert werden. Man muss es nur mal richtig machen. Okay, die ARD genau. Ist wie der Sozialismus. In gewisser Weise, ich bin da pessimistisch, ja. Dass das, wie wollen Sie das ausschließen, dass nicht dann, auch wenn sie gewählt sind, Funktionäre wieder eben diese indem man sie nach drei Jahren sozusagen neu besetzt, eben wie ein Schöffengericht. Das heißt, funktionale demokratische Verfahren, also genau. Kontrolle Ombudsleute und so weiter. Da gibt es schon Möglichkeiten, die natürlich dann umso mehr Bürokratie erzeugen, aber das ist durchaus auch möglich. Ach, das haben sie doch alle schon, die haben ihre Parteien, die Umfragen machen und sowas, die müssten auch veröffentlicht werden. Dass die ARD nie in der Lage wäre, so effizient und erfolgreich und quasi auch mit diesem so ein kreatives Potenzial freizusetzen, wie jetzt ihr Kanal, das ist anzunehmen. Das wird dann immer um paritätische Verfahren und so weiter gähnen. Natürlich wäre das so, aber es ist durchaus möglich. Nein, geht auch anders. Ich sage, ein funktional gutes Beispiel interessantes ist Monty Python's Flying Circus herzustellen. Gleich ganz kurz. Monty Python, da war der Chef von der BBC stand mit, ich glaube, John Cleese, glaube ich, besoffen an der Bar und die haben abgemacht, du kriegst jetzt dieses Programm. Also das ist zwar sehr paternalistisch, aber es hat dazu geführt, so muss man das machen. Also man darf nicht, ich kenne das auch von Drehbüchern, wenn man alle Leute mitreden lässt, kommt so ein allgemeiner Quark raus. Man muss Freiräume schaffen, wo man sagt, beweist du das mal und nicht ich entscheide, ob du gut bist, sondern das Publikum stimmt hinterher. Das würde meines Erachtens reichen, das GEZ einfach zu streichen, denn dann können die Leute wirklich, sie sagen davon, die Leute sollen bestimmen, was sie sehen wollen. Sie bestimmen das, indem sie hierfür spenden zum Beispiel und klicken an KenFM. Wenn sie einfach bezahlen können für das, was sie wirklich wollen, dann müssen sie nicht warten, bis die Mehrheit das jetzt irgendwie sehen will, sondern sie können wirklich das selber bezahlen und es wird ihnen nicht noch Geld aus der Tasche gezogen für ein Programm, das sie erstens nicht sehen wollen und das zweitens extrem einseitig ist. Naja, aber sozusagen das öffentlich-rechtliche System, also im Grunde ein genossenschaftliches Verfahren auf Länder- oder nationaler Ebene, ist eben sozusagen auch eine gemeinwirtschaftliche Möglichkeit, genau. Die sozusagen die auch die Vielfalt der Stimmen herstellt, ohne dass sozusagen zumindest im besten Fall sollte, ohne dass zum Beispiel große Konzerne die Macht übernehmen oder einzelne Spender oder Investoren auf einmal nur ihr Programm absolut setzen und das auch dann versuchen, so interessant aufzuladen, dass die Leute dann da bleiben. Fox sind solche Phänomene und so weiter, gibt es diverse Beispiele. Es muss immer noch etwas anderes geben. Nur muss das dann zumindest mal dem Rundfunkstaatsvertrag in der Gegenwart gerecht werden und dem Pressekodex. Und leider
ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk fast genauso schlimm wie die Konzernmedien gegenwärtig. Das heißt also sozusagen, ich fürchte leider, bei der Beschreibung der Gegenwart kann man fast gar nicht weit genug gehen. Das ist wirklich ein Gleichschaltungsphänomen. Das ist tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit in Europa und im Grunde auf der gesamten Nordhalbkugel so in dieser Form noch nicht mehr gegeben hat.